So, hi und hallo mal wieder. Ja, heute ist das zweite limitierten Kartenvideo dran und diesmal geht es um die FIFA 365. Gibt es ja zum Glück nur drei Sammelmappen bis jetzt, 18er, 17er und 16er. Die 16er und 17er natürlich komplett voll. 18er habe ich schon etwas vernachlässigt, aber das werde ich demnächst mal wieder richtig sammeln und Booster kaufen gehen. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den limitierten Karten der 16er Kollektion. Die sind ja bei mir immer hinten drin. Und wie gesagt, wenn es noch mehr gibt, ihr habt andere, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Das möchte ich gerne wissen, wie viel mir noch fehlen. Mir werden bestimmt noch einige fehlen. Also, das sind jetzt die 16er. Wie ihr seht, 9 Stück. Nochmal 9 sind 18. Und 6 sind 24 limitierte Karten habe ich. Und dann fangen schon die Legendenkarten, also 24 limitierte Karten in der FIFA 365 2016er Kollektion. Wie ihr seht, da sind auch wirklich welche bei, die schon richtig hoch gehandelt werden. Besonders hier, 3 Stück von, passt wunderbar. Kommen wir nun zu der 2017er Ausgabe. Auch wieder Sammelmappe richtig schwer, weil voll ist. Und jetzt kommen wir zu den limitierten Karten. Oh, da muss ich so rumhalten. Wie ihr seht, 3. 6, 9 Stück, alle wieder voll, 3 von Schalk, also 3 von meinem Verein und 3 von verbotene Stadt nebenan, aber jeweils 3, das passt schon mal. Aber jetzt kommt das Schlimme. Fünf Sippelkarten in limitierter Auflage. Ja, ihr seht richtig, 5-mal Bayern München Spieler in limitierter Auflage. In Kollektion 2017. Und das kann ja wohl nicht sein. Also wie ihr seht, 9, 18 und 3 hier vorne habe ich nur 21 limitierte Karten von Kollektion 2017. Aber das Schlimmste ist eben 5 Stück von Bayern München. Wer jetzt noch weiß, wie viel es wirklich gibt oder welche noch fehlen, möge mir auf jeden Fall auch hier schreiben und kommentieren. Also wie gesagt, 2017er habe ich 21 limitierte Karten zusammengekriegt. Und jetzt kommt, was ich die ganze Zeit schon vernachlässigt habe, das brandneue und aktuelle. Brauche ich nur eine Seite aufmachen, habe ich erst 3 Stück. 3 limitierte Karten erst. Aber es werden auf jeden Fall wieder mehr. So, und weil ich ja dann immer am Ende des Videos ja immer zeige, wie viel doppelt limitierte Karten ich habe, müsste jetzt stark sein. Auf jeden Fall. Weil bei FIFA 365, da ist jede Menge. Erstmal die 2017er Kollektion. Ein ganzer Haufen limitierte Karten. Fast so breit wie eine Karte zusammen. Da ist wirklich alles bei. Teure Karten, weniger teure Karten und, und. Also da ist wirklich jede Menge dabei von die 2017, alles limitierte. Dann habe ich natürlich noch einen Haufen mit die etwas hochwertigen Karten. Auch eine richtige Plastikkarten, hinten die goldenen, die habe ich rausgetan. Mehr wie 4 Euro gehandelt wird, sind es nicht so viel geworden. Aber immerhin,
ein ganzer Stapel hochwertige Karten, aber eben auch limitierte. Und jetzt kommt das, wonach ihr auf jeden Fall stark sein müsst. Limitierte Karten 2016er Kollektion. Kann ich ja mal aufmachen. Wirklich alles dabei. Auch mehrmals. Und das ist ein richtig hoher Haufen. Aber leider nicht der einzige. Jetzt kommt nochmal so ein Haufen. Weiterhin nur limitierte Karten. Ups. Von der 2016er Kollektion. Sind schon mal zwei richtig dicke Haufen. Aber es ist weiterhin noch nicht alles. Dann kommt nochmal ein dicker Haufen. Limitierte Karten. Da habe ich wirklich richtig viele von. Wie ihr seht. Und alle flammen neu. Bei mir ist es ja nur Boostertütchen auf, raus, wegtun. Das war's. Ich spiele damit nicht, die sind nicht geknickt und nichts. Alle in einem tadellosen Top-Zustand. Aber ihr seht jetzt, die 2016er Kollektion, die hat's mir angetan. Die 2017er weniger, aber jetzt kommt die 2016er. Die haben ja auch noch hochwertige Karten gehabt. Das ist der ganze Haufen. Ob hier Dreierkarten, Topmasters, Legendenkarten, Autogrammkarten und. Richtig genial. Also das sind meine limitierten Karten, die ich habe von FIFA 365. Das war's. Wenn es noch andere gibt, schreibt es mir in die Kommentare und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.